Verehrte Zuseher, herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Themenblocks Der Mensch und sein Energiekörper. In der letzten Sendung haben wir uns über unsere sieben Hauptenergiezentren, den Chakren, unterhalten. Heute sprechen wir über unsere Meridiane. Die Forschung führt die Meridiantherapie auf den klassischen Text namens Huangdi Nai Ching, das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin aus dem Jahre 2698 vor Christus zurück. Huangdi war der Gelbe Kaiser und das Buch enthält Dialoge zwischen ihm und seinem Arzt über medizinische Themen. Unter anderem werden hier auch die Meridiane angesprochen. Aber was für einen Sinn hat eigentlich unser Meridiansystem? Wo sitzen diese Meridiane und was haben diese für eine Aufgabe im Energiesystem unseres Körpers? Unser Gast bringt da hier viel Licht ins Dunkel. Freuen Sie sich auf erhellende Minuten. Ich begrüße ein weiteres Mal zu meiner Rechten Frau Annette Kupfer. Hallo Frau Kupfer. Hallo. Frau Kupfer, der Mensch und sein Energiekörper, unser heutiges Thema, die Meridiane. Wie könnten Sie die am besten beschreiben? Ja, die Meridiane werden auch als Energieleitbahnen bezeichnet. Mhm. Und die verteilen die Energie, die über die Chakren aufgenommen wird, im ganzen Körper. Also man kann sich das als so eine Art Stromkabel vielleicht vorstellen, mhm, die überall im ganzen Körper verlaufen und den Strom, also unsere Energie, überall hinbringen. Wie viele Meridiane gibt es eigentlich? Es sieht ja immer sehr imponierend aus, wenn man diese Bilder sieht oder eine Puppe, wo die also nachgezeichnet sind. Mhm. Also sind wir ja ganz schön verkabelt, wenn man das mal so sagen. Wie viele gibt es also? Also es gibt 12 Hauptmeridiane und 2 Nebenmeridiane. Mhm. Wo fangen die an und wo beginnen die? Die beginnen oder enden jeweils an den Händen, also an den Fingerspitzen, mhm, oder an den Füßen, an den Zehen. Und verteilen sich dann? Und verteilen sich dann im ganzen Körper, enden dann entweder an den jeweiligen Organen, die sie versorgen. Das ist ganz unterschiedlich. Also sie sind überall verteilt, auf, mhm, der Vorder- und Hinterseite und im Körper auch noch. Und wie kann man diese Energie messen, was durch die Meridiane läuft? Gibt es hier? Ja, es gibt auch mittlerweile schon Messgeräte, die, also dieser Hautwiderstand wird dann gemessen, dieser elektrische Hautwiderstand, so dass man auch messen kann, ist da jetzt viel Energie drin oder eher weniger. Weiß man denn, wie viel, mhm, Energie in den jeweiligen Meridianen drinnen sein muss? Also, dass er ob er geschwächt ist oder ob er jetzt? Also, man spürt das. Wenn man halt, mhm, feinfühlig ist, legt man die Hände auf und spürt, es ist zu wenig drin, es ist zu viel drin. Mhm. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Also, wenn jetzt ein Meridian zum Beispiel sehr viel Energie hat, dann spürt man das auch an der Stelle zum Beispiel, wo er verläuft oder an dem Organ, das, mhm, er versorgt, dass man dann Hitze hat zum Beispiel oder man kann auch da schwitzen an der Stelle oder eine Rötung. Ja, das, mhm, kann man dann spüren im Körper. Also ist das dann positiv oder negativ, also wenn viel Energie läuft oder wenn, mhm, wenig läuft? Also wie kann man das beeinflussen? Mhm. Also merke ich dich selber? Ein Akupunkturlehrer hat mal gesagt, alles, wo ein Zu davor steht, sollte man vermeiden. Also zu viel ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut. Mhm. Zu süß, zu sauer, zu dick, zu dünn. Also man sollte immer den Mittelweg finden. Und das versucht ja dann auch die chinesische Medizin mit der Akupunktur zum Beispiel, also das immer auszugleichen, dieses Yin und Yang, immer, mhm, dieses Mittelmaß zu finden. Also das wäre das, also so ändert sich der Energiefluss, mhm, wenn man von irgendwas zu viel nimmt oder einfach zu, genau, ungesund oder, mhm, also ist ähnlich wie bei den anderen Energiezentren, Aura, Chakren. Genau. Und in der Behandlungsmethode, was gibt es, mhm, jetzt hier für Methoden, dass man sagt, man hat jetzt irgendwo ein Problem, Wehwehchen, mhm. Was kann man da also machen? Auf diesen Meridianen, die jetzt zum Beispiel hier am Arm verlaufen, liegen ja die einzelnen Akupunkturpunkte. Mhm. Ja? Das sind so, gibt es auch unterschiedliche Angaben, die Hauptakupunkturpunkte so 400 bis 500. Und über diese kann man natürlich dann alles beeinflussen. Also man kann Energie rausnehmen, wenn zu viel drin ist, man kann Energie reingeben, wenn zu wenig drin ist. Man kann Blockaden damit lösen, Schmerzen lindern. Ist ja eine eigenständige Therapieform. Also zum Beispiel in China gibt es ganze Krankenhäuser, die nur mit Akupunktur arbeiten. Ist das, mhm, bei uns, sagen wir mal, prozentual, wie könnte man das sagen? Sind die Leute da offen dafür? Mittlerweile schon. Also es ist ja noch nicht so lange bekannt bei uns, die Akupunktur. Wann ist das eigentlich hochgekommen? Kann man das zeitlich irgendwie? Ich glaube so in 70er, 80er Jahren, so ist es verstärkt bei uns
angewandt worden. Aber mittlerweile, also es machen ja auch schon viele Ärzte Akupunktur und Heilpraktiker. Können Sie mal ein Beispiel nehmen, also Akupunkturpunkte, die man selber bei irgendwelchen Beschwerden anwenden könnte? Ja, es gibt viele Punkte, die man, also es wird dann Akupressur genannt, die man selbst auch drücken kann oder einfach leicht halten kann, um ja, die Gesundheit zu fördern, zu stärken oder auch Symptome wieder aufzulösen. Was ein sehr wichtiger Punkt und sehr bekannter Punkt ist, ist zum Beispiel Dickdarm 4. Der liegt hier oben auf diesem kleinen Hügel. Wenn man den Daumen und den Zeigefinger so zusammen macht, den kann man halt halten oder so leicht drücken. Der ist als erstes lebensverlängernd, was ja für jeden schön interessant ist, ja. sein dürfte. Dann ist er auch schmerzstillend, also egal, wo die Schmerzen im Körper vorhanden sind. Und er ist immunstimulierend, also er stärkt unser Immunsystem. Was gerade bei einer beginnenden Erkältung zum Beispiel sehr, sehr gut ist, wenn man den Punkt drückt. Beruhigend ist er auch noch, also der hat sehr viele Wirkungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, oh, ich bekomme jetzt einen Schnupfen oder so, dann kann man diesen Punkt drücken und dazu noch links und rechts von dem Nasenflügel drücken. Das öffnet auch die Nase. Und dann ist es auch oft so, dass es ganz schnell wieder vorbeigeht, diese Erkältung. Wie sieht es aus bei und Kopfschmerzen zum Beispiel? Kopfschmerzen gibt es ja ganz viele verschiedene Ursachen auch dafür. Wenn es jetzt so ein Spannungskopfschmerz hier im vorderen Bereich ist, gibt es sehr schöne Punkte. Also der Beginn der, der Augenbraue, das Ende der Augenbraue, die Schläfe, dann der oberste Teil des Kopfes, also der oberste Punkt des Kopfes, kann man auch drücken. Der hilft auch sehr gut bei einem Kater, fällt mir gerade ein. Also wenn mal jemand zu viel getrunken hat, das wird man sich merken, ja. kann man den auch drücken. Ja. Sind denn die Meridianpunkte Organen zugeordnet? Kann man das so sagen? Ja, oder? Also jeder Meridian ist einem bestimmten Organ zugeordnet. Also wir haben Nierenmeridian, Blasenmeridian, Lebermeridian, Gallenblase. Also jedem Organ ist ein Meridian zugeordnet. Dann gibt es noch so spezielle Meridiane wie Dreifacherwärmer, was jetzt kein Organ in dem Sinne ist, Herzmeridian und so weiter. Und diese Organe kann man über diese Meridiane beeinflussen und auch stärken und kräftigen. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist der Niere 1, der Punkt am Nierenmeridian, der beginnt unterhalb des Fußes. Und bei dem ist es immer sehr wichtig, dass die Füße warm sind. Also der Punkt sollte warm sein. Weil wenn man den, wenn der kalt wird sozusagen, dann kann man Probleme mit Blase und Niere bekommen. Deshalb kriegen auch viele schnell so eine Unterleibsentzündung, wenn die Füße kalt sind. Jetzt haben Sie gesagt, da hängen auch die Emotionen mit zusammen. Wie könnte man das irgendwie beschreiben, dass wenn jemand Wut hat oder Freude oder Angst, kann man das beeinflussen über die Meridiane? Ja, auf jeden Fall. Also laut der traditionellen chinesischen Medizin oder auch aus anderen Kulturen ist bekannt, dass jedem Organ bestimmte Emotionen, also Gefühle zugeordnet werden. Das ist bei der Leber- oder Gallenblase Wut und Aggression. Hier ist es auch oft zu unterdrückter Aggression, weil viele Menschen, die so Leber- oder Gallenblasenprobleme haben, dann oft sagen, ich bin noch gar nicht aggressiv oder wütend. Und genau das ist das Problem, weil sie sich das gar nicht zugestehen. Also weil sie halt unterdrücken das. Unterdrücken, genau, und das nicht zugestehen. Also nicht rauslassen, diese Aggression. Bei der Niere ist es Angst, ganz stark. Angst und Partnerschaftsprobleme. Oder überhaupt Beziehungsprobleme. Es muss jetzt nicht der Partner sein. Es können auch Beziehungen zu den Eltern sein, zu den Kindern. Arbeitgeber. Arbeitgeber, genau. Kollegen. Zu wem auch immer. Beziehungsprobleme. Genau. Bitte darf ich nochmal nachfragen, also wie würde das dann aussehen? Jetzt hat jemand Wut, hat also Probleme, Leber. Müssen Sie dann den Punkt massieren oder genau, wie eine Art Ventil, dass man sagt? Ja, kann derjenige selber machen. Also wenn ich zeige dann den Menschen auch, wo gewisse Punkte sind, die sie selber massieren können oder einfach die Hand auflegen können. Das ist auch ein Punkt Leber 3 zum Beispiel am Fuß. Und wenn man merkt, so man ist wütend oder man hat überhaupt Probleme mit der Leber, drückt man den immer mal und dann entweicht auch Energie und man fühlt sich besser. Oder wenn jemand sehr cholerisch ist und sehr aufbrausend, so ist dieser Punkt auch sehr gut. Nicht schlecht, es wäre nicht schlecht, das zu wissen. Die Erfahrungen in der Praxis, lassen sich die Leute gerne, wie sagt man denn, Nadeln, also Akupunktur machen oder bevorzugen sie mehr Die meisten, ja, lassen sich nadeln.
Aber es geht auch sanfter, sage ich immer. Also ich bin immer dafür, das so sanft und einfach wie möglich zu machen. Einige haben natürlich auch Angst vor Nadeln und das muss auch nicht sein. Also es gibt zum Beispiel auch diese Therapie Yin Shin Jitsu, nennt die sich, die sehr, sehr sanft ist. Also die benutzt, sage ich mal, auch diese Akupunkturpunkte, aber man legt einfach nur die Hände auf, also die Fingerspitzen, was jeder auch zu Hause sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und über die Fingerspitzen wird dann das aktiviert? Das aktiviert, wird die Energie reingebracht, das aktiviert und diese Ströme gleichen sich aus, die Meridianströme. Ja, und es kommt zum Gleichgewicht und man fühlt sich sehr schnell sehr viel besser bei allen möglichen Beschwerden. Kann man sagen, eine Behandlung, wie lange dauert das? Also ist das unterschiedlich? Ja, so zwischen einer halben und einer Stunde dauert es. Doch so lange. Also ich aktiviere das und wichtig ist auch immer, ich gebe auch immer Hausaufgaben den Menschen mit, also dass ich dann gewisse Punkte zeige und sage so, das machen Also dass die ein bisschen selbstständiger werden, Eigenverantwortung. Genau. Weil es soll ja dahin gehen, dass die Menschen sich selbst helfen können auch. Und selbst spüren. Gerade in Notsituationen oder dann selbst Apropos was für sich tun können. Notsituationen, gibt es irgendwas, wenn Extrembeschwerden auftreten? Haben Sie da ein Beispiel, wo man mit dem Meridian was machen kann? Ja, man kann immer was machen. Also natürlich heißt es erstmal in Notsituationen erstmal Notarzt rufen oder wenn man selbst nicht weiter weiß. Gell. Aber ansonsten gibt es immer Griffe, die man anwenden kann oder Ruhe bewahren natürlich erstmal. Es gibt so einen schönen Notfallgriff, also dann hält man mit der einen Hand hinten das Steißbein und mit der anderen Hand vorne am Schambeinbereich und hält das dann so ein paar Minuten. Das fährt erstmal runter, so die Energien und beruhigt sozusagen. Beruhigt. Gleicht auch so. Das wäre jetzt Eingriff, gibt es noch sehr viele andere. Also, Sie haben gesagt, also wie viele Punkte gibt es insgesamt, Akupunkturpunkte? Da gibt es auch unterschiedliche. Also so die Hauptpunkte, die man so behandelt, sind so 400 bis 500. Es gibt aber noch mehr Akupunkturpunkte. Muss man die alle im Kopf haben als Heiler oder hat man da jetzt? Also die hat man irgendwann im Kopf. Also vielleicht nicht alle, aber so die wichtigsten schon. Ja. Sie setzen das also regelmäßig ein? Ja. Mit gutem Erfolg. Und Sie sind ja auch Dozentin im Paracelsus-Institut. Wie ist da die Erfahrung mit den Kollegen? Ist das also eine Behandlungsmethode, die wirklich angewandt wird? Ja, die wird sehr viel angewandt. Und wie gesagt, nicht nur von Heilpraktikern, auch von Geistheilern zum Beispiel, weil man kann ja einfach die Hände auch auflegen. Bei Akupunktur dürfen ja nur Ärzte und Heilpraktiker anwenden. Aber wenn ich einfach die Punkte drücke oder die Hände auflege, das kann jeder machen. Frau Kupfer, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gern. Sehr geehrte Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuschauer, es gibt Haupt- und Nebenmeridiane. Meridiane sind Kanäle, sind Energieleitbahnen und transportieren unsere Lebensenergie. Sind diese Energieleitbahnen verstopft oder blockiert, kann an den Eingängen der Meridiane diese Energiebahn wieder reaktiviert werden. Diese Eingänge können wir auch als Akupunkturpunkte bezeichnen. Auch sind die Meridiane Körperregionen und bestimmten Organen zugeordnet. Haben wir also ein Problem in einem bestimmten Organ, sollten wir uns auch den Energiefluss des zuständigen Meridian ansehen. In einer natürlichen, ganzheitlichen Therapie muss immer Körper, Geist und Seele, der Mensch und sein gesamter Energiekörper einbezogen werden. Dann ist der Erfolg nachhaltig und Gesundheit und Wohlstand wird Alltag. Das war unser erster Themenblock, der Mensch und sein Energiekörper. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.